Ich präsentiere euch heute bei Film Up eine Fortsetzung, bei der ich es kaum erwarten konnte, sie endlich zu sehen, und euch geht es da eventuell ähnlich. Es geht nämlich nach Gotham City. Und die meisten von euch werden jetzt wahrscheinlich schon wissen, um welchen Bösewicht es in der heutigen Filmvorstellung geht. Bei Gotham City denkt man zum einen natürlich direkt an Batman, aber zum anderen auch direkt an den Joker. Und um genau den geht es heute bei Joker 2 Folie à deux. Nachdem Regisseur Todd Phillips mit Joker 2019 einen preisgekrönten Kinohit auf die Leinwand brachte, folgt nun der heiß ersehnte zweite Teil. Aber wer ist eigentlich dieser Joker? Mit bürgerlichem Namen heißt er Arthur Fleck, arbeitet in Gotham City, er arbeitet als Partyclown und träumt von einer Karriere als großer Stand-up-Comedian. Er ist allerdings psychisch ziemlich labil, leidet unter krankhaften Lachanfällen und ist auf gewisse Medikamente angewiesen, um ein einigermaßen normales Leben zu führen. Nachdem ihm die Stadt Gotham jedoch seine sozialen Leistungen streicht und er sich seine Therapie und vor allem auch die wichtigen Medikamente nicht mehr leisten kann, beginnt für ihn und auch für die Stadt die fürchterliche Abwärtsspirale. Aufgrund seiner blutrünstigen Taten wird er zum Ende des ersten Teils in eine Psychiatrie eingewiesen, und genau da geht es dann mit dem Teil 2 weiter. Er lernt die Psychiaterin Dr. Harleen Quinzel kennen, die sich auf ziemlich ungesunde Weise in ihren Patienten verliebt und später zur berühmt-berüchtigten Harley Quinn wird. Auch im zweiten Teil spielt der Hauptdarsteller Joaquin Phoenix den Joker, welcher für seine Verkörperung im ersten Teil bereits den Oscar bekommen hat, und zwar für den besten Hauptdarsteller. Mit an seiner Seite ist niemand Geringeres als Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga. Und sie passt ziemlich gut an seine Seite, denn die Fortsetzung soll eine Art Musical sein. Ja, und ich will jetzt auch gar nicht mehr viel zu viel verraten. Wir schauen uns jetzt gemeinsam den Trailer an und vielleicht sehen wir uns ja die Tage im Kino. Denn ich werde mir diesen Film nicht entgehen lassen. Ich wünsche euch viel Spaß und sage Film ab. Vor 2 Jahren fegte der Name Arthur Fleck wie ein Hurrikan durch Gotham. Der Prozess des Jahrhunderts. Sie glauben, Arthur Fleck wäre so etwas wie ein Märtyrer. Aber das ist er nicht. Er ist ein Monster. Als ich Joker zum ersten Mal sah, als ich dich sah, habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben nicht mehr so allein gefühlt. Was ist mit dir, Arthur? Hältst du dich immer noch für einen Star? Showtime. Ich werde nicht länger zulassen, dass mich einer von euch untermacht. Mich beschleicht gerade der Verdacht, dass wir den Leuten nicht das geben, was sie wollen. Ist okay, Baby. Geben wir den Leuten, was sie wollen. Before the judgment.
Filmab wurde präsentiert von Kino Neuwied. Ich bin dein Kino.